Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meinem Bastel-Tutorial in meiner Bastelstube. Und zwar geht es um diese große Schneeeule. Die wird Upcycling gemacht aus, lass dich mal überraschen, hast du vielleicht zu Hause und wenn nicht, kostet es vielleicht 1 Euro, um die zu machen. Ganz günstig, ganz einfach und wandelbar zur Deko für jede Jahreszeit. Und hier als Herbstlook, dann machen wir noch Weihnachten, Ostern und auch die anderen Sachen, die du hier siehst, kannst du in meinem Kanal finden. Alles in Upcycling gemacht, die Kürbis aus Socken, alten Pullis, T-Shirts, das Vogelnest selber gemacht. Und natürlich auch die Pilze in klein und in groß und in riesig. Und noch viel, viel mehr dazu findest du auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei in den Playlist. Das ist so eine kleine Leiste anklicken und da findest du alle diese Sachen und noch viel, viel mehr. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kinder. Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, die große Winter-Weihnachtswerkstatt, die Sterne zum Beispiel aus Briefumschlägen und Butterbrotpapiertüten. Schönes für Haus und Garten, Balkon, Terrasse. Ich komme vom Dorf, bin ein Dorfkind und stolz drauf. Und da gibt es auch viel Upcycling, was mir ganz, ganz wichtig ist. Mit 5 Kindern ist mein Geldbeutel auch klein und da muss es günstig sein. Und ich liebe Upcycling, weil es soll nicht weggeworfen werden, es soll umgewandelt werden. Auch chevy-chic Möbel, Holz auf Altrim und Mittelalter-Sachen. Schönes Häkeln und Stricken, warmes Häkeln und Stricken. Schau doch mal rein, lass dich inspirieren. Und jetzt zur Eule. Und jetzt ist die Eule auch noch ganz toll beleuchtet, denn es wird so langsam dunkel. Und dann sieht man das ein bisschen besser. Meine Eulenlampe für euch, für dich. So, wir müssen erstmal manches vorbereiten. Wir brauchen Alufolie, Frischhaltefolie, ein paar Verpackungstüten oder Luftpolsterfolie, eine Tüte, Mülltüte oder auch noch eine andere große Tüte, eine Rolle Klebeband, egal welches Klebeband, eine Schere und eine Pappe und eine tiefe Wanne oder ein Backblech, so irgendwas, was du hast als Untergrund. Und das wird jetzt erstmal eingepackt, weil wir ja mit Kleber arbeiten, damit das nicht total verschmutzt. So, aber der Tapetenkleister geht auch super toll mit lauwarmem Wasser überall wieder raus. Nur es knatscht halt und dann bin ich immer dafür, alles erstmal einzupacken. Gerade wenn ich jetzt mit Beton arbeite, das kann man nämlich auch so machen, wenn man möchte. Da kann man auch eine Betonfigur drauf machen mit der gleichen Art. Muss man nur Betontücher nehmen. Das hilft denn heute nicht. So, und der Kurt ist fertig. Dann brauchen wir noch eine Pappe, die da reinpasst. Und die umwickeln wir mit Frischhaltefolie. Das machen wir jetzt erstmal. Die Pappe mit der Frischhaltefolie kommt hier rein. Und dann nehmen wir schon mal einen Klebestreifen und kleben die mal ein bisschen fest. Das ist jetzt unser Untergrund. Dann können wir prima arbeiten und das eventuell auch noch schweren. So. Dann habe ich hier einen Luftballon. Das wird der Körper. Den pustest du bitte so groß auf, wie groß du deine Form haben willst. Und jetzt machen wir als erstes noch die Form für den Kopf. Dazu nehmen wir die ganze
Verpackungsfolie, die man hat, am besten in eins rein, in eine Tüte alles rein und dann fest zusammengeknuddelt zu einem Ball. Kann man auch komplett mit Alufolie nehmen, machen, aber warum? Die ist viel teurer, muss nicht sein. So, den Ball fixieren wir mit ein Stück Alufolie und dann gucken wir, ist das groß genug? Nee. Das muss noch ein bisschen größer werden, also dann noch ein paar Tüten drumherum und nochmal ein Stück Alufolie zum Fixieren. So, das ist jetzt die Grundform. Hier oben ist ein bisschen gerader, ein bisschen breiter, hier unten wie ein Kinn. So, jetzt brauchen wir noch was für die Ohren sozusagen. Dann reiße ich das ab und knuddel mir eine Schlange. Einmal hier umgeknickt, einmal da umgeknickt. So. Und dann fixiere ich mir das wieder hier oben drauf. Machen wir gleich. Das wird dann noch schöner gewickelt. Und dann brauchen wir noch was für den Schnabel. Auch eine Schlange, also mit Streifen. So, ein bisschen groß. Den drücken wir dann noch ein bisschen zusammen. Nur, dass wir den Abstand haben. So, jetzt wieder. Den Schnabel muss man ein bisschen ankleben, sonst verrutscht er uns. Ich bin jetzt ein bisschen schneller, sonst heißt es wieder, mein Video wird zu lange. So, oh Gott. So, Schnabel drauf und ein bisschen festgeklebt, fixiert. Ohren genau dasselbe, ein Stück Klebe. Und ihr lasst euch ein bisschen mehr Zeit und dann könnt ihr das ausformen. Ne? Das ist jetzt die grobe Form. So. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Streifen Alufolie drüber hin. Die Hälfte. Ein Loch rein für den Schnabel. Durch. So, zwischen den Ohren durch. Und nochmal öffnen. So, dann modellieren, modellieren, modellieren. So. Und das kleben wir jetzt als Kopf mit dem Klebeband schön ordentlich auf unseren Körper. Damit das besser funktioniert, kleben wir schon mal den Körper an die Pappe. Das hat einen Grund, warum es auf die Pappe kommt. Wir wollen es ja beleuchten. Und dann möchte ich einen wirklich schönen Abschluss haben. Und ich muss gerade sitzen. Ja. Hier ist ein bisschen mehr dran. Ich muss wirklich gerade sitzen, nochmal nachdrücken und dann den Kopf jetzt da schön oben drauf geklebt, dass der bombig sitzt, weil er muss ein bisschen was aushalten, wenn dann der U-Block so kommt.
drauf. Und dann rechts und links neben der Nase, lang neben dem Schnabel. Dann hält es besser und wir verkleben uns den nicht so, weil ein bisschen Abstand muss es dann schon haben. So. Dass sich das bewegt, ist klar. Wir fixieren das dann aber, dass das wirklich fest so sitzt. So, man kann dann auch noch mal auf die Kanten was Schweres stellen, eine Wasserflasche oder so, dass es wirklich bombig hält. Ne? So, dann haben wir den Vlies. Das ist wirklich die ganz billigste Decke überhaupt von den Vliesdecken. Die gibt es für 3-4 Euro riesengroß. Je dünner, desto besser. Und die brauchen wir. Und die müssen wir jetzt erstmal provisorisch da drüber legen. Und dann so schneiden, wie wir die brauchen. Weil das muss jetzt wirklich als erstes gemacht werden, damit das dann auch hinhaut. So, da kann ich noch ein bisschen sparen. Und das ist jetzt das nächste. Wir modellieren dann, sobald die dann richtig feucht ist, richtig nass ist mit dem Kleber. Aber jetzt schneiden wir erstmal provisorisch zu. Lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Eine Schere. Und das jetzt wirklich machen, dass das alles gut verdeckt ist. Wir können dann nachher nochmal nachschneiden, nur dass wir jetzt genug Volumen haben für rundherum und zum Modellieren. Also plant das noch ein. Bei den Ohren und so, dann ziehen wir es noch ein bisschen. Also jetzt mal provisorisch umschneiden. So, ich habe jetzt einen alten Eimer und da habe ich ungefähr 1,5 Liter lauwarmes Wasser drin. Und dann habe ich ein Spezialkleister für schwere Tapeten. Mag es ganz egal, nimmt was Billiges. Und dann wirklich so 3-4 Esslöffel rein. Das muss eine richtig feste, dicke Pampe geben. Wir brauchen viel. Gut umrühren. Und dann mal warten, bis der so richtig angezogen hat, bis der feste wird. Weil darauf müssen wir jetzt wirklich warten, das geht eigentlich recht schnell. Den Rest, den man dann hat, kann man super in ein Schraubglas tun und dann immer wieder verwenden. Gut, rühren, rühren, rühren. Und dann den Stoff, den du zugeschnitten hast, da drin richtig dolle durchwalken, dass überall ganz viel Tapetenkleister im Gewebe ist. Wenn du die Lampe dann eher im Feuchtraum haben möchtest, musst du, nachdem alles komplett eingetrocknet ist, durchgetrocknet, fest geworden ist, nochmal mit dem Sprühlack aus der Dose drüber hingehen, farblosen Sprühlack. Und dann fällt das auch. So, das zieht schon an. Warten wir noch mal einen Moment und dann wird es durchgewalkt. Am besten natürlich mit Handschuhen. Einweghandschuhe, Putzhandschuhe, was du so hast. Und dann kommt es auch schon auf unsere Grundform drauf. Faden kann man sich noch mal oder ein Band zurechtlegen, bevor man dann anfängt, da zu walken, um es eventuell noch mal um den Kopf der Eule ein bisschen festzuziehen. Paketband, Schnur, irgendwas. So, wirklich gut da drin, immer wieder drehen, machen, tun. Noch mal einen Tipp, wenn man das so vorher ein bisschen feucht macht und dann komplett wieder ausringt und dann reinlegt, dann nimmt es noch den Kleber noch besser an. Aber das dauert schon eine Weile, bis man überall den Kleber hat. Nachher streichen wir dann nochmal drüber hin, wenn es richtig liegt. Und dann muss es halt trocknen und das dauert. Kommt drauf an auf euren Kleber, wo es steht. Es sind manchmal 2-3 Tage und länger. Aber dafür ist es sehr günstig. Man braucht den Spezialkleber nicht. Es gibt ja auch so einen Silikonkleber, den kann man auch verwenden. Aber da kostet ja die Flasche, Gott weiß was, 20 Euro. Und das tut nicht nötig. Das geht auch so. Jetzt da wirklich schön verreiben das Ganze.
Es ist eine Arbeit, die Spaß macht. So, Problem ist jetzt, wie mache ich die Kamera wieder aus? So, einmal Handschuh aus. Und dann muss ich die Kamera umstellen, damit ihr seht, es geht. Aber wenn ich jetzt so die Kamera anfasse, dann verklebt der Schalter. Hatte ich schon mal und dann kann ich die Kamera entsorgen, weil das geht nicht mehr raus. So, Kamera ist umgestellt. In den Handschuh rein, wenn es noch geht. Das ist halt, wenn man dabei noch filmt. So, jetzt nehmen wir das Tuch raus. Und dann ist eine helfende Hand manchmal ganz gut, die erst nochmal die Form festhält. Aber geht auch so. Man muss halt Anfang finden und dann erstmal provisorisch drüber hinlegen. Dann wird gezibbelt, gemacht, getan, dass alles zu ist. Ihr merkt, es geht auch so schon sehr gut, weil wir den Tapetenkleister haben für schwere Tapeten. Man muss natürlich noch mal in Falten legen, ein bisschen ziehen und auch so ein bisschen übereinander. Aber dann kann man das so ziehen, als hätte man schon die Flügel auf der Seite angedeutet. Das dauert jetzt eine Zeit. Schön ausstreichen, die Ohren noch mal nachdrücken. Ausmodellieren, hinten alles zu, hinten dürfen es mehr Falten sein, im Bauch nicht, aber hinten sieht es ganz toll aus mit Falten, weil das dann aussieht wie die Flügel, die so eingeklappt sind. Die muss man nur in Falten nach unten drücken. Zeige ich dann auch nochmal. Und dann kann man auch hinten so ein Löchelchen freilassen, wo dann die Beleuchtung eingeschoben wird. Weil so hält es ja schwerlich. Und dann setze ich das immer ganz gerne auf eine Grundlage wie ein Brett oder so. So, und dann seht ihr, eine Lage von dem Fließdeckel funktioniert super. Und unten die Falten ausstreichen wie Flügel, ne? Ein bisschen die Ohren noch mal gestellt, den Schnabel ausgearbeitet und dann auch mal hier Augen reingedrückt, ne? So feste. Also das kann man wirklich prima ziehen. Und da muss man sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Hier noch mal die Augen. Seht ihr, was ich mache? Schön groß sein, die Ohren. Was übersteht, können wir nachher noch wegschneiden. So mal das Ganze. So, und dann sieht man hier die Falten und auch die Ecken, die ich jetzt hier noch so entlang gelegt habe. Wie gesagt, da schneiden wir dann noch ein bisschen in Form. Das ist zu viel, aber hier können wir eine Flügel ausarbeiten. Wir haben genug Volumen. Und hier würde ich so ein Stückchen auflassen, dass wir dann die Beleuchtung einschieben können. Kann man aber auch noch weiter rüber machen. So, dass man den Schwanz hat. Von der Eule. Die sitzt ja auch mit dem Schwänzchen. So, das geht natürlich auch. Und dann machen wir halt hier ein Löchlein und schieben da die Beleuchtung rein. So, und das muss jetzt austrocknen. Und das lässt sich halt nur machen, wenn man einen geraden Untergrund hat. Ein bisschen nach vorne drücken. Dass die Eule in den Himmel guckt. So, geht schon wieder besser. Und dann modellieren.
und kann das Ganze auch nochmal unten drunter schieben. Und dann hat man auf der Seite dann halt die Öffnung für die Beleuchtung. Und hier arbeite ich noch ein bisschen an der Nase, nochmal die Augen und dann muss das Ganze trocknen. Außer du möchtest noch ein bisschen Deko anbringen, damit man das besser sieht. Und natürlich die Alufolie unten drunter kann man das wirklich super bewegen. Und hat auch eine gerade Stellfläche, was mir ganz wichtig ist. So, hinten, wie gesagt, nochmal ein bisschen in Form hier. Wenn man hier das Vlies so ein bisschen runterlegt, hat man dann schöne Augenform. So, jetzt mal die Handschuhe aus und dann kann man noch ein bisschen Deko dran machen. Jetzt schon, weil es nass ist. So, ich habe hier noch mal so ein bisschen Fellreste, kannst aber auch Wollreste nehmen. Und dann kann man sich noch, jetzt wo es feucht ist, noch ein bisschen dekorieren. Könnt ihr euch erinnern an Harry Potter, an seine Eule? Ich habe noch ein paar so schwarze Fleckchen gehabt. Das schneide ich mir doch noch nach. Das ist jetzt zu lange. Aber das kann man sich schon mal hier so ein bisschen um die Augen rumkleben. Das brauche ich ein bisschen länger. Und auch an den Flügeln entlang funktioniert das. Das gefällt mir nicht. Da waren die Haare zu kurz am Anfang. So, ihr denkt immer dran, die großen Augen, die da noch kommen. Und dann kann man an den Flügeln auch noch mal hier und da so ein bisschen was anbringen, auch in Schwarz. Bisschen so in den Bogen. Und nachher kann man das noch ein bisschen fixieren. Mit Haarspray zum Beispiel, Haarlack. Man kann auch Wolle, Fransenwolle nehmen. Muss man dann noch ein bisschen aufstellen und dann hier so ein bisschen entlang gehen. Und mit dem restlichen Tapetenkleister kann man noch mal drüber hin streichen. Über die Figur, wenn man meint, es ist noch nicht nass genug. Man kann diese Arbeiten, die ich jetzt auch mache, dann auch später mit dem Extrakleber noch mal machen. Ne? Das ist egal. Wie man das möchte, kann man auch weglassen. Ja, ich habe da auch ein altes Kuscheltier mit langen Plüschfell. Das kann man auch super dazu verwenden. Und dass man da mal so ein bisschen Farbe reinkriegt. So, und das dann aus dekorieren, wie man das möchte. Hier hinten kann man auch ein bisschen unterstützen. Wenn er sich wirklich zu sehr bewegt, dann hinten unter die Pappe nochmal ein Holz geschoben oder eine Dose, irgendein Keil.
dann steht die auch gerade. Und dann muss die trocknen, die Eule. Und das dauert, wie gesagt, ein paar Tage. Das Tapetenkleister, wer schneller haben will, muss das mit dem Silikonfluid machen. Mir ist es aber zu teuer. Und jetzt lassen wir es trocknen. Wenn die Eule dann ein bisschen angetrocknet ist, ich zeige es mal von der Seite, dann sieht man es noch ein bisschen besser, der Schnabel und so. Das ist alles weiß und weiß, das sieht man halt nicht. So, nachdem die Eule dann wirklich gut getrocknet ist, kann man es natürlich noch ein bisschen farbig gestalten. Und ich mache das am liebsten wirklich mit Lidschatten. Dann kann man die Nase noch ein bisschen machen, wenn man möchte. Den Schnabel. Vorsichtig so ein bisschen tupfen, weil man kann es immer wieder verändern. Und dann streicht man das nur so ein bisschen ein, dass die Struktur einfach da bleibt. Und dann kann man so eine Mischung machen zwischen dunkelbraun und vielleicht ein bisschen Anthrazit. Was zu viel ist, wegpusten. Und dann kann man es natürlich auch noch mit Sprühlack einsprühen. Es ist wetterfester, wenn es doch mal ein bisschen im Feuchten steht. Ganz im Nassen darf es nicht stehen. Und dann sieht man, es wirkt schon ganz anders, aber dazu muss es halt immer trocken sein. Und da kann natürlich auch richtige Farbe nehmen, wie man möchte, aber ich denke, vielleicht hat man das zu Hause. Und dann muss man wegen so ein bisschen, wenn man jetzt ständig was macht, mit Farben und so, dann kann man das super verwenden. Überschüssiges wegpusten. Und dann kann man so ein bisschen schattieren. Man kann auch noch ein bisschen um die Augen rum schattieren, wenn man möchte. Und dann kommt auch noch mal ein bisschen Leben rein, ne? Das sind jetzt diese Augen und man kann auch die anderen machen. Gehen wir ein bisschen näher dran. Und so kommt das dann noch mehr zur Geltung. So. Noch ein Tipp von mir, was auch toll aussieht, ist so ein Glitzer-Silberlack. Und da sind ganz feine Glitzerelemente drin und ein durchsichtiger Sprühlack, weil wir wollen es ja nicht flächig haben. Das wirkt auch total toll und es glitzert dann halt nur ein bisschen. Wichtig ist aber, also der ist auch, ne, innen und außen, wetterbeständig, lichtbeständig, feinster Sprühnebel. Keine Werbung, selber gekauft. Wichtig. Nur draußen machen. Gut schütteln. Da ist eine Kugel innen drin. Gut schütteln. Einsprühen. Und dann die letzten Sprühstöße über Kopf gemacht, damit der Sprühkopf wieder frei wird. Sonst verklebt das. Und das kann ich euch leider nicht zeigen. Sonst wäre nämlich die Kamera hin, die Linse, weil der Nebel dahin geht. Und das wirklich nur draußen machen und gut draußen auch trocknen lassen. Nochmal so ein Tipp. Du kannst es natürlich auch so machen, dass es feste. Also da passiert gar nichts. Aber wenn du den Effekt haben willst, wäre das nochmal so eine Idee. Ansonsten auch einen einfachen Sprühlack ist auch toll. So, jetzt ist auch der Lack getrocknet und es glitzert. Ich hoffe, vielleicht sieht man es ein bisschen. Ich will mal das Licht ausmachen. Vielleicht sieht man es besser. So, es ist alles trocken. Und jetzt müssen wir den Luftballon vorsichtig anstechen mit einer Nadel. Und ganz vorsichtig die Sachen rausholen. Gucken, ist alles trocken.
vorsichtig anheben. Und wenn es dann doch mal nicht so toll sein sollte, man kann immer nachkleistern, dann stopft man es einfach noch mal ein bisschen aus. Muss nicht ein Luftballon sein, man kann auch Einpacktüten nehmen, die man so hat, upcycling. Jetzt mal, ne? Löst es sich in. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Nicht zehren, nicht machen, nicht tun. Den Rand kann man dann immer noch ein bisschen nachschneiden, wenn man es dann komplett gelöst hat. Und wirklich Zeit lassen damit. Wir denken dran, wir haben es mit Tesafest festgeklebt drin, das müssen wir dann noch ein bisschen lösen. Und das ist jetzt das nächste. Vorsichtig, vorsichtig, befreien vom Ganzen. Ein bisschen, wirklich noch Schere noch dabei genommen und so nach und nach mit viel Gefühl befreien, weil es innen drin kann es immer noch mal ein bisschen feucht sein. Das trocknet aber mit der Zeit. Bloß, wir wollen uns ja von dem Gebilde keinen Dellen einfangen und deswegen nehmen wir uns Zeit, um das vorsichtig zu lösen. Da ist auch alles gut festgeklebt, innen drin ist es meistens noch feucht, aber das macht ja die Zeit. So, jetzt ist es komplett draußen. Das Innenleben, den Kopf und so kann man wieder verwenden, wenn man noch eine machen möchte, und macht halt einen neuen Luftballon. So, und jetzt kann man die Eulen-Lampe-Laterne-Deko-Leuchte auf ein Brett setzen. So, wenn es dann wirklich feste alles getrocknet ist, habe ich jetzt da Augen gehäkelt. Richtig große, das gibt es ein extra Video in meinem Kanal, das beschäftigt sich nur mit Augenhäkeln. Natürlich kannst du auch Augenknöpfe nehmen, Wackelaugen, was du hast, kannst du nehmen. Können auch was kleiner sein, was größer, so wie du das willst, und die klebe ich jetzt einfach auf. Das hält bombig hier drauf, ob mit Heißkleber oder Flüssigkleber, spielt gar keine Rolle. So, und dann hat die Eule richtig schöne große Augen. Man kann den Schnabel dann noch mal ein bisschen verlängern mit der Farbe, dem Make-up, wie ich euch das gezeigt habe. Und dann, wenn du sie so verwenden willst, kannst du sie jetzt mit einer LED-Lichterkette beleuchten oder eine LED-Birne. Es darf halt nicht heiß werden, das ist wichtig. Du kannst aber auch jahreszeitabhängig, wenn du möchtest, ein Dekobrett machen. Ich habe hier wirklich ein ganz normales Brett. Du kannst sogar ein großes Frühstücksbrett nehmen. Alles, was man hat, kann man nehmen, auch ein kleineres. Und dazu habe ich einen Ast und darum habe ich eine Lichterkette gewickelt. Das beleuchtet ganz toll und reicht vollkommen aus. Ich habe ein Loch gebohrt, dann klebe ich den Ast jetzt rein. Achtung, nicht die Lichterkette mit einkleben. Und warte einen Moment, bis es fest ist. Vorher natürlich ausprobieren, ist er richtig von der Größe. Paar kleine Äste dran lassen, damit wir eine richtig tolle Beleuchtung haben. Und das lassen wir jetzt erstmal trocknen im Moment. Dazu habe ich jetzt schon mal vorne her einen Ast angeschraubt, sozusagen wie so ein Tablett, und habe noch ein bisschen Moos drauf gemacht. Kann man ankleben, kann man ein bisschen festschrauben durch. Das liegt bei euch. Und dann kommt Deko mit dazu. Zapfen. Die habe ich mir schon mal hier hingelegt, in groß und in klein. Dann vielleicht ein paar Blüten. Die habe ich einfach, ein paar Äste, Lavendel, bisschen Moos.
und künstliche Blüten zusammengedrahtet und dann kann man die auch da drauf machen. Muss man jetzt aber erst dann mal die Eule hinsetzen, damit wirklich alles seinen Platz hat. Dann für den Herbst Kürbisse, wenn man möchte. Kann man auch selber machen aus Knetbeton, Äpfelchen aus Knetbeton oder kleine Kürbisse zum Beispiel aus Socken. Die sind zwar jetzt groß, aber die kann man in jeder Größe machen. Oder aus ausrangierten Pullis, T-Shirts. Und dann kann man ganz toll Kürbisse machen. Und wie gesagt, Äpfelchen aus Knetbeton. Und das kann man alles dazu setzen. Vielleicht noch mal ein bisschen Immergrün von der Konifere. Alles, was man hat, das nimmt man, setzt man dazu und klebt es halt gut fest. Oder man macht Styropor hin. Braucht wirklich kein Gesteckschwamm sein. Styropor hinmachen mit einem Styroporkleber oder zwei, drei Schrauben und kann es da dann reinsetzen. Oder man hat ein kleines, zum Beispiel Blumentöpfchen, Zinktöpfchen, hat die Deko da drin. Oder meine Kronen, die ich euch gezeigt habe. Die kann man auch dort toll hinsetzen. Die sind in Edelrost, in Industrielook. Aus Blechdosen, aus Konservendosen, ganz tolle Kronen und die könnte man auch dazu setzen. Und das arrangiere ich jetzt mal und dann gucken wir mal. Und dann wächst das und wächst das so mit den Naturmaterialien. So, und jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass du da warst, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin mal gespannt, wie lange ihr durchgehalten habt beim Gucken. Manchmal ist es schon ein bisschen traurig, wenn man sich solche große Mühe gibt und nach anderthalb, 2 Minuten ist das Interesse schon weg. Sicher, es ist immer mit Arbeit verbunden, aber man hat doch selber was geschaffen und das günstig, toll, besonders, einzigartig. Das ist so mein Wunsch für euch, mein Hobby, meine Ideen für euch, für dich. Jetzt sage ich Tschüss, alles Liebe, schön gesund bleiben oder gesund werden, eure, deine Kerstin.